Weite Teile Europas stehen vor einer erneuten Hitzewelle. Im französischen Toulouse etwa klettern die Temperaturen schon wieder über die 30-Grad-Marke. Manche Gastronomen versprühen kaltes Wasser, damit ihre Gäste sich wohler fühlen. Mit der Hitze steigt auch die Angst vor Waldbränden in Frankreich. Einige Departements sind wieder in Alarmbereitschaft versetzt worden. Bereits am Wochenende kam es zu mehreren größeren Feuern. Die Brände im südfranzösischen Departement Gard, bei dem 4 Feuerwehrleute verletzt wurden, konnten inzwischen eingedämmt werden. In Aubais gingen rund 370 Hektar Land in Flammen auf. Bewohnerin Jacqueline dachte zunächst, sie würde ihr Haus nie wiedersehen. Zum Glück war die Feuerwehr da. Ich hatte enorme Angst. Auch in Portugal sind die Zerstörungen groß. Vor 2 Wochen wütete hier in Leira, im Zentrum des Landes, ein Feuer. Wald, Olivenhaine und Dutzende von Häusern sind in Flammen zum Opfer gefallen. Bislang beläuft sich der Schaden auf mehr als 1 Million Euro.